Aber selbst wenn wir Very Deep Soil genommen hätten, hätte das nichts gebracht. Wir wären trotzdem in die Kaverne. Ja, Damp Stone ist mir egal. Der wird einfach weggegraben. Ach so, weil direkt darüber Wasser ist. Ja, hier ist jede Menge Leben. Das ist schon mal schön. Das ist sogar sehr schön gereimt. Ja, durch den Leben buddeln sie sich auch durch wie nichts. Oh, hier bin ich auch mitten unterm Fluss, merke ich gerade. Das heißt, ich werde hier noch auf noch mehr Dampstone treffen. Ja. Was ist das? Schwab. Okay, hier wächst es einfach mal so. Schwab. Ich finde ja die Tropf, das Tropfgeräusch, wenn wir auf den Fluss stoßen, ganz lustig. Ja. Hier ist auch jede Menge Dings. Nee. Das nächste Mal suche ich mir auf jeden Fall eine flache Ebene mit Deep Soil aus. Und hoffe einfach mal, dass es dann da besser klappt. Ich kapiere auch nicht ganz, warum hier jetzt Schwabs wachsen auf meinem Lehmboden. Einfach weil es Lehmboden ist. Ah, ich kann die Schwabs aber einsammeln. Ja, und da ist da Dampstone. So, meinert einfach weiter. Wenn der Fluss uns davor flutet, dann sei es drum. Ich habe eher andere Sorgen, nämlich dass uns Essen und Trinken ausgehen und wir einfach keine Karawanen kriegen. Wir haben zwei Plans. Was haben wir denn? Shadowleaf Bushes. Und Woodstock. Du gehst jetzt wahrscheinlich essen, der andere schläft. Mann, langsam habe ich irgendwie keine Lust mehr. Muss ich ehrlich zugeben. Davor, das ist ein tolles Spiel, aber ich habe irgendwie gerade in der Masterwork-Mod viel zu viel Pech. Ach so, weil ich hier reingegraben habe, haben sich die Sporen von den Sachen hier verteilt und wachsen deswegen jetzt dort.
Ja, genauso wie hier die Schwabs wachsen. Dead Schwab. Und hier wächst ein Querybusch. Und es wird langsam. Es ist schon Midsummer und wir haben immer noch keine andere Karawane als die von den Zwergen bekommen. Dabei habe ich doch extra. Caravans. Ja, Elfen kommen. Ah ja, okay. Default. Wealth oder Exported. Ach, deswegen kommen keine. Weil ich noch nicht genug exportiert habe. Wo kann ich mir das ansehen? Ja, Exported Wealth. Genau. Ups, jetzt habe ich meinen Mast. Und irgendwas hat gerade eben meine Aufnahme abschmieren lassen. Ja, das würde es erklären. Die kommen. Ich habe nämlich gerade nachgeguckt im Launcher. Elfen kommen erst, wenn ich 2500 Zeug exportiert habe oder eine Bevölkerung von 50 habe. Aha. Und Menschen erst, wenn ich 10.000 exportiert habe. Ach ja, und Gnome, wenn ich 30.000 exportiert habe. Aha. Mist, wir fehlen noch für die Population. Hätten mir noch 10 Leute gefehlt. Ich frage mich gerade, warum bin ich auf einmal auf 41 Leute hoch? Woher kommen die ganzen Leute auf einmal? Habe ich die... Ja, die sind klar. Außer die Tierchen vielleicht. Und wir haben einen Berserker-Renden. Okay. Military. Great Squad. Archer. General. General. Squads. Active. Okay, und die rennen alle vor ihm weg. Aber ich glaube, die Badger Dogs, die kriegen ihn tot. Ja, die Badger Dogs haben ihn tot gekriegt. Ohne dass einer von ihnen gestorben ist. Okay. Cancelled Dampstone located. Okay, das war unser Bad Mood Zwerg. Strange Mood Zwerg, besser gesagt. Soldier No Activity. Dann können wir dich wieder inaktiv schalten. Oder Squad disbanden.
Und dich auch mal wieder von deinem Military Commander entbinden. Ich würde gerne mal wissen, woher wir auf einmal so viele Zwerge haben. Animal Trainer struck down. Sag bloß, dass jetzt so viele mit der letzten Migrantenwelle gekommen. Mit dieser hier. Ich weiß echt nicht, was ich noch machen soll. Das ist halt vor Fortress. In der letzten Aufnahmesession dachte man noch, es ist alles schön und gut. Und dann auf einmal BÄM. Ich will gar nicht wissen, wie jetzt meine Zwerge aussehen. So in der durchschnittlichen Happiness. Lack of a well. Naja, und jetzt wurde mein Zwerg tot gefunden. Ach nee, mein eines Tier ist erwachsen geworden. Okay. Ja. Es ist so, wenn man es so sieht, ist alles ziemlich schlecht gelaufen. Das Spiel ist echt gemein manchmal. In der letzten Aufnahmesession lief noch alles so gut. Dann... noch mehr Migrants. Ja klar, warum nicht? Also wir bei 51. Ja, supi. Ich habe kaum noch Essen. Ich habe einen Haufen Fisch. Pimpe gerade so auf. Wo ist die Kitchen? Und jetzt sammelt sich da Resin. Miasma auch noch. Wo ist mein Masons Workshop? Ein Coffin. Nicht eine Door. Und auch nicht repeaten, cancel. Ein Coffin bitte. Wir müssen schnell die Leiche in einen Coffin legen, bevor sie uns das ganze Fort voll stinkt. Und ich mag diese Musik nicht. Ich habe mich schon so auf die Masterwork-Mod gefreut. Und dann passiert die ganze Zeit während den Aufnahmesessions sowas. Fun. Fun und
Ja. Build barrier acceptable. Ihr solltet ihn eigentlich draußen hinstellen, so als Mahnmal dafür, dass dieses Fort verflucht ist. So, würdet ihr ihn bitte beerdigen? Return Kill? Animal Caretaker Kansas Return Kill. So, okay, der ist jetzt schon mal wenigstens eingesagt. Aber wenn das wahrscheinlich den Mut meiner ganzen Zwerge ein bisschen gesenkt hat. Ich habe jetzt viel zu viele Zwerge auf einmal bekommen. Das ist gar nicht gut. Ich meine, ich habe... Preparest du easy meals? Nein. Ich habe kein Trinken mehr. Ich habe kaum noch Essen. Ich habe 51 Zwerge. Ich habe keine Handelspartner, weil ich nicht genug Export geschafft habe. Ich meine, wann kommen... Ich gucke noch mal ganz genau, wann die Handelspartner kommen. Und ich finde es gerade irgendwie doof, dass mir mittendrin die Aufnahme immer wieder abgeschmiert ist. Ja, so bei 1:07 rum. Nein. Report. Ah ja, Hunting. Von mir aus. Civilizations. 25.000 Wealth. 50 Population, 25.000 Wealth oder 2.500 exportiert. Was war das? Oh, ich habe vergessen, dass hier drin noch Tiere sind. Ups. Animals. Dew Beetle Nymph is available. Toggle Pet Availability. Taskbox Calf und noch ein Calf. Die sollte ich mal beide rausschmeißen, also hochschicken. Wenn die nicht hier schon hier oben sind, beide. Zone. Groß N. Taskbox Calf. Nein, das ist ein Dew Beetle. Crab Hatchling. Und das andere. Ist eigentlich egal. Und wir haben einen Passanten bekommen. Yay. Oh, Menschenskinder. Ich glaube, die nächste Staffel mache ich einfach wieder mit einem normalen Starter-Pack. Einfach nur, um mal ein Erfolgserlebnis zu haben. Während hier drin... weiter die Pflanzen fröhlich vor sich hin wachsen. Und das mit meinen Farben irgendwie auch nicht so richtig klappen will.
Also das mit den Karawanen habe ich leider nicht gewusst, sonst hätte ich da anders drauf reagiert.